Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Als erstes inspiziere ich mal den Airport. Er hat ein kleines Terminal und eine Wartehalle. Bis 2005 gab es hier auch Linienverkehr. Heute wird nur noch Zürich und London Heathrow regelmäßig angeflogen. Tanken muss ich auch noch, aber hier in Sitten kommt der Tankwagen zum Flugzeug. Das gibt es für Sportflugzeuge nicht oft und ist ganz praktisch. Das Benzin ist zwar recht teuer hier, aber das hilft ja nichts. Der Tank muss voll sein, ich will heute Nachmittag ja noch nach Locarno und der Sprit muss reichen bis nach Hause. Und dann geht's weiter. Ich habe heute keine feste Route ausgesucht. Fest steht nur, ich will das Matterhorn finden und die Berge des Wallis sind ziemlich hoch. Und da die Südseite des Matterhornmassivs in Italien liegt, muss ich auch dieses Mal wieder mit Flugplan fliegen. Also starte ich erst einmal in Richtung Westen, fliege das Rhonetal entlang und gewinne Höhe. Wie beim Mont Blanc muss ich auch hier etwa wieder auf Flugfläche 130 steigen, ansonsten kommt man kaum über diese hohen Berge hinweg. Also steige ich kontinuierlich und folge der Landschaft so, dass ich immer den nächsten Bergrücken mit einer entsprechenden Sicherheitshöhe überfliegen kann. Die Anblicke, die sich mir hier eröffnen, sind mit Grandios noch nicht annähernd gewürdigt. Hier liegt ein Gletscher neben dem anderen. Es gibt kein Dorf mehr, keine Wiege, keine Zivilisation, nur Natur. Das kenne ich in dem Maße von Frankreich, Italien oder Österreich nicht. Das erlebe ich hier so zum ersten Mal. Und die perfekte Funkverbindung mit Genève Information gibt ein gutes Gefühl in der Magengegend. Ein Motorproblem in dieser Einsamkeit wäre das Letzte, was ich hier gebrauchen kann.
Und dann kommt der Höhepunkt dieses Fluges. Das Matterhorn erhebt sich plötzlich formatfüllend in meinen Fenstern. Man kennt diesen markanten Berg eigentlich nur von Nordost, also mit Zermatt im Vordergrund. Erst aus dieser Position, also von Westen kommend, erkennt man, dass er eigentlich das Ende einer ganzen Bergkette markiert. Die Aussicht ist schlicht atemberaubend. Ich überfliege das Rhonetal ein weiteres Mal, jetzt von Süd nach Nord, also vom Wallis ins Berner Oberland. Die Kontrollerin fragt nach meinen Absichten und ist sogar früher als üblich bereit, meinen Flugplan zu schließen. Thank you.
Kandertal begleitet meinen Sinkflug von rund 10.000 auf 2.300 Fuß. Das ist etwa die Höhe des kleinen Flugplatzes Reichenbach, der nun nur noch 5 Minuten entfernt ist. Im Funk meldet sich niemand, also fliege ich mit zahlreichen Blindmeldungen in das Tal hinein und lande.